Hallo, guten Tag. Ich freue mich, hier zu sein bei Breo. Ja, von der Realität inspiriertes Spielzeug. Das ist so auch Ihr Slogan, den Sie vertreten. Genau, richtig. Wir haben seit einiger Zeit den Slogan Breo World. Das heißt, wir sind weiterhin die ganz klassische Eisenbahn mit ganz vielen Spielwelten. Mhm. Um unsere Spielwelten natürlich mit Leben zu füllen, haben wir den Slogan Breo World. Es gibt neue Spielwelten, die wir seit Jahren noch aufgebaut haben. Also das ist die angesprochene Breo World. Wir haben hier einfach mal alles schön aufgebaut, wie man das in einem ganz, ganz großen Kinderzimmer auch machen könnte. Das ist das Breo Village. Da wohnen die Breo-Figuren. Da gibt es ein Haus, da gibt es eine Eisdiele, da gibt es eine Schule, einen Spielplatz. Weil die Figuren müssen ja auch irgendwas machen. Die müssen ja schließlich irgendwo wohnen. Ja? Und wenn sie ihre Abenteuer erleben, müssen sie natürlich auch abends wieder nach Hause zurückkommen. Ja, dass die Fantasie dann hier auch wirklich... Der ist keine Grenzen gesetzt dann im Spiel. Genau, ja. Da können sich die Kinder dann stundenlang beschäftigen. Genau, und am nächsten Tag geht es dann natürlich weiter. Ja. Da werden dann, gibt es dann spannende Abenteuer, zum Beispiel im Pferdehof oder auf dem Bauernhof. Man kann in den Bahnhof einsteigen und dann den nächsten Zug nehmen. Da drüben gibt es eine große Feuerwehrstation. Das heißt, wir haben nicht nur die Polizei, sondern auch die Feuerwehr. Das heißt, man kann ganz viele Abenteuer erleben mit viel Action und einfach mit ganz, ganz viel Spielwert, mit vielen Zügen, Batteriezügen, mit normalen Zügen, Hubschraubern, Figuren und alles, was man praktisch braucht, um einfach toll spielen zu können. Wir sind natürlich keine Firma, die Fantasiethemen abbildet, sondern wir konzentrieren uns auf das, was die Kinder toll finden in einem gewissen Alter. Für die junge Zielgruppe sind das einfach die ganz klassischen Themenwelten Feuerwehr und Polizei. Und das werden wir auch in Zukunft weiter ausbauen. Und da natürlich auch immer genau schauen, was die Kinder wollen. Und wir testen auch viel mit Kindern und fragen die Kinder und holen uns immer das Feedback. Wir haben eine sehr innovative Produktentwicklungsabteilung mit Sitz in Malmö. Die Kollegen dort haben alle große Familien, haben alle zwischen 2, 3 Kinder. Das ist natürlich immer wichtig, die direkte Rückkopplung auch zu haben von der Zielgruppe. Das ist also die Firma Breo, die gibt es ja auch wirklich schon sehr, sehr lange. Genau, ja, wir sind über 130 Jahre alt inzwischen. Die Firma ist eine der bekanntesten Marken, wenn nicht die bekannteste Marke überhaupt in Schweden. Und wir sind in Deutschland natürlich schon seit sehr, sehr vielen Jahren aktiv und wir sind natürlich das Synonym für die Holzeisenbahn, ganz klar.